بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Man geht heute davon aus, dass in Deutschland nach 30 bis 50 Jahren die Bevölkerung in Deutschland um 20 Millionen zurückgeht. Das heißt, dass wir circa spätestens im Jahr 2050, ja, dass es nur noch 60 Millionen Menschen in Deutschland gibt. Weil es halt so viele alte Menschen gibt, die dann voraussichtlich nicht mehr leben werden. Zur selben Zeit sieht man, dass die Muslime in vielen Fällen mehr Kinder kriegen als die Nicht-Muslime. Und deswegen gibt es einige Menschen, die sich Sorgen machen und denken, die Muslime, die könnten in der Zukunft mehr Einfluss bekommen auf die deutsche Gesellschaft. Und das ist auch der Ursprung oder die Ursache für die Hetze, die wir heute sehen. Denn wenn man fragt, ja, wie sollen denn die Muslime hier in Deutschland Einfluss gewinnen, ja, wie soll das funktionieren, dann wird meistens dann im Endeffekt erwähnt, ja, dass es demografisch, also von der Bevölkerungsentwicklung, sich dahingehend entwickelt. So, die Frage ist jetzt, was hat man dagegen? Ja, man hat dagegen eigentlich nichts. Weil vom Grundprinzip her ist es egal, ob jemand schwarz ist oder weiß ist oder gelb ist oder braun ist. Natürlich gibt es Rechtsradikale und Nazis und Rassisten. Aber man muss doch ganz ehrlich sagen, dass es auch sehr viele tolerante Menschen in Deutschland gibt. Da gibt es ja gar keinen Zweifel dran. Aber wovor man Angst hat, ist, dass der Islam mehr an Einfluss gewinnt. Und da gibt es natürlich jetzt zwei Punkte, wie man das stoppen kann. Wie man das stoppen will. Auf der einen Seite möchte man dafür sorgen, dass die Muslime weniger Kinder bekommen. Ja? Jetzt kann man natürlich nicht die Muslime kastrieren oder was auch immer. Ja? Und das Kindergeld kann man auch nicht senken, weil das würde ja erst recht Probleme mit sich ziehen, was Rentenversicherung etc. anbelangt. Sondern was hier versucht wird, und das ist auch der Grund, warum die muslimische Frau immer attackiert wird. Das heißt, es wird den Menschen eingeredet, beziehungsweise den muslimischen Frauen eingeredet, Kopftuch tragen bedeutet Unterdrückung, Kinder bekommen oder zu Hause sitzen, nicht arbeiten gehen, bedeutet rückständig sein, reaktionär, ja. Und einfach nur die Kinder erziehen bedeutet, dass man ein sinnloses Leben führt. Ja, das wird massivst, dieser Gedanke wird massivst versucht zu verbreiten. Und das sieht man, wenn ihr in die Büchereien geht beispielsweise, da findet ihr bestimmt 50 Bücher von irgendwelchen sogenannten muslimischen Feministinnen, die uns dort versuchen, den Islam beizubringen. Die immer mit einem Tenor kommen, die immer denselben Schwachsinn propagieren. Ja, der Islam, der wurde von den Männern interpretiert. Man kann das aber auch anders verstehen. Sie sind eigentlich richtige Heuchler. Aber wenn sie sagen würden von vornherein, dass sie nicht an den Islam glauben würden, dann würde von vornherein kein Muslim sie mehr ernst nehmen. Wenn sie sagen würden, nee, der Koran sei schlecht oder Allah gäbe es nicht, dann würde sofort jeder Muslim sagen, wer sind die denn? Aber wenn man auf diese Tour kommt, ja, der Koran ist gut und es gibt auch Allah und wir sind ja auch alle Muslime und das alles wunderbar, aber wir müssen das heute anders verstehen, denn den Koran kann man ja interpretieren. Ja, und wisst ihr, wer den interpretiert hat? Das waren alles die bösen Männer. Die bösen Männer, das ist zum Beispiel Bücher, wie zum Beispiel von Fatima Mernissi, ja, eine marokkanische Feministin, die mit ihrem Leben nicht klarkommt, die dann auch beispielsweise davon redet, ja, die Männer haben den Koran interpretiert und deswegen wollten die Männer auch, dass die Frau das Kopftuch trägt. Ja, erstmal, wenn es um die Interessen der Männer gehen würde, ja, würden die Männer dann sagen, die Frau soll sich keusch tragen, im Allgemeinen, soll sich keusch kleiden im Allgemeinen, würden die das sagen? Wir müssen doch einfach mal fragen, wenn zum Beispiel die Fußballmannschaft von einer A-Jugend oder von mir aus auch von einer Bundesliga-Mannschaft, beispielsweise
irgendwo hinfährt mit dem Bus, mit dem Mannschaftsbus, ja, sind die dann daran interessiert, dass die Frauen keusch gekleidet sind? Wenn wir in den Supermarkt hineingehen, oder was heißt ein Supermarkt, wenn wir in das Zeitungsgeschäft hineingehen, in den Kiosk, und man schaut zufälligerweise, und wir als Muslime sollten es lieber nicht machen, über die Zeitung drüber, zeugen dann die Titelblätter von den Zeitungen, zeugen die davon, dass die Männer daran interessiert sind oder das Bedürfnis haben, dass die Frauen sich keusch kleiden? Wenn wir auf der Straße sind, gucken nach rechts und gucken nach links auf die Werbeplakate, zeugen diese Werbeplakate davon, dass die Männer daran interessiert sind, dass die Frauen sich keusch kleiden? Also ich glaube, wer so etwas erzählt, der hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das heißt, hier wurde ja viel mehr, wenn es um die Männer ginge, die männliche Interpretation, dann würden ja eher sagen, ja, die sollen sich alle ausziehen und im Stringtanga rumlaufen, damit sich XY daran aufreizen kann. Das Einzige, worauf er vielleicht achten würde, wäre seine eigene Frau. Aber selbst dieses nicht gegeben, zum Beispiel in Deutschland, da ist Maximilian beispielsweise froh, dass seine Frau einen super Body hat und alle Männer sie angucken und dann sagt er, haha, siehst du, was ich für eine Frau habe. Das ist völliger Quatsch. Ja? Aber, um darauf zurückzukommen, das ist das, was den Musliminnen eingeredet wird. Und deswegen wird auch meistens die Muslimin angegriffen. Und deswegen wird die praktizierende Muslimin in den meisten Fällen nicht zu Wort. Lässt man sie nicht zu Wort kommen, die praktizierende Muslimin in den meisten Fällen. So. Sondern es wird irgendeine sogenannte Feministin gebracht, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommt. Und die fängt dann an, über den Islam zu referieren. Und das hat eine Wirkung auf die jugendlichen Musliminnen. Weil wenn man immer wieder hört und immer wieder hört und immer wieder hört, ja, das ist schlecht und du bist unterdrückt und du bist unterdrückt, dann glaubst du es irgendwann selber. Dann glaubst du irgendwann selber. Dir wird immer wieder erzählt, wie schlecht es dir geht. Irgendwann glaubst du es selber. Und dann kommen auch noch Frauen und die werden so dargestellt in den Medien als sehr sehr gebildet und sehr seriös und ja, die sind ja schon älter und so werden die Musliminnen beeinflusst. Warum? Damit die Muslimin später weniger Kinder kriegt und damit will man sich eigentlich selber schützen. Will man sich eigentlich selber schützen, weil die westliche Ideologie hat sozusagen die Saat für ihren eigenen Untergang gesät, ja. Das heißt, dieser Individualismus, dass man daran glaubt, ach ja, wir leben einmal, wir müssen das Leben nutzen. Die Kinder, das ist eigentlich etwas, was dem Spaß im Weg steht, der eigenen Selbstverwirklichung im Weg steht. Ich muss mich erstmal austoben und dann mit 30 oder mit 40 oder ja, mal gucken, dann vielleicht findet man jemanden, den man heiraten kann. Das ist auch das, was Soziologen sagen. Soziologen sagen beispielsweise, dass diese Ideologie der Selbstverwirklichung, ja, dem Familienleben eigentlich entgegensteht. Weil der Mensch, der sagt sich, ja, warum soll ich denn ganzes Leben mit einem Partner zusammen sein? Ja, sobald das erste Problem kommt, ja, ist man sofort geschieden. Ach ja, suche ich mir den Nächsten, suche ich mir die Nächste. So, die zweite, das ist die erste Taktik. Weniger Kinder kriegen, damit der demografische Faktor, beziehungsweise von der demografischen Entwicklung, die Muslime sich nicht so vermehren, dass sie eventuell mehr Einfluss auf die Gesellschaft bekommen. Zweite Punkt ist, den Islam zu einem Islam machen, der nicht Islam ist. Den Islam zu einem Islam machen, der nicht Islam ist. Das heißt, etwas Islam nennen, ja, was nicht Islam ist. Das heißt, auf etwas Islam draufstehen, wo nicht Islam drin ist. Denn nicht überall, wo Islam draufsteht, ist Islam drin. Ja. Und hier findet man dann verschiedene Taktiken. Und heute wollten wir euch mal zeigen, wie hier zum Beispiel versucht wird in den Schulen, hier vom Verfassungsschutz, wie versucht wird, die Menschen zu manipulieren, die Muslime zu manipulieren. Ja, ich habe hier ein Buch, ein Heft, das heißt Comic für Demokratie und gegen Extremismus. Und prinzipiell haben wir nichts dagegen, oder was heißt haben wir nichts dagegen, aber können wir es verstehen, wenn jemand beispielsweise gegen Terrorismus ist, wenn man sich selber schützen will und auch wenn man seine eigenen Meinungen vertritt, das können wir alles verstehen. Was uns allerdings auf den Keks geht, und es sind auch hier viele Sachen, ehrlich gesagt, wir können uns, also ich, Pierre Vogel und oder Abu Hamza und meine Crew, sage ich jetzt mal so, oder meine Freunde,
Wir können uns eigentlich nicht bei jedem Vorwurf, der in diesem Buch steht, in diesem Heft steht, angesprochen fühlen. Das heißt, was mit Terrorismus zu tun hat, was mit Verschwörungstheorien zu tun hat, etc. Das sind sicherlich Sachen, wo wir auch, wir sind auch an Stabilität und Sicherheit in diesem Land interessiert. Worum es uns allerdings geht, ist, wenn der Islam verdreht wird. Und deswegen möchte ich auch nicht auf alle Punkte in diesem Heft eingehen, sondern ich möchte uns mal illustrieren, wie hier versucht wird, eine Gehirnwäsche zu verpassen. Ja? Also hier haben wir nochmal das Heftchen. Hier. Das ist Andy. Ja, Comic gegen radikales Gedöns. Und jetzt muss ich euch mal zeigen, ja, wie man hier für doof verkauft wird. Ja. Dann, das haben sie extra schön jugendgerecht gemacht. Hier Ingo Wolf, Dr. Ingo Wolf, der Innenminister, ja, mit so einem schönen Bild, einem schönen Comic. Ja. Und dann fängt er natürlich an. Das heißt, hier, hört zu. So. Den Islam als, so. Dabei geht es ganz klar nicht um den Islam als Religion, sondern um den religiösen Extremismus einer gefährlichen Minderheit. Das heißt, wir haben ja nichts gegen Islam. Wir haben nur was gegen eine religiöse, den religiösen Extremismus einer gefährlichen Minderheit. Hört ja erstmal plausibel an, nur was ist jetzt genau damit gemeint, ja? Das ist die Frage. So, jetzt haben wir hier so einen Schulhof, da ist dann der Haar, der Murat und da ist dann der Andy und die spielen auf dem Schulplatz und der Murat, der hat auch eine Schwester, die Aisha, ja? Und jetzt kommt der Murat mit seinen Bewerbungen, ja? Jetzt, das heißt, er ist deprimiert. Der hat keine Zukunftsperspektive. So. Und jetzt kommt der böse Neue. Der Harun. Und der Harun, ja, der schaut dann genau, aha, da ist der Murat, der ist deprimiert. Der ist jetzt für meine Ideologie empfänglich. Das ist alles, weil die gegen die Muslime sind und so weiter. Das ist jetzt der Harun, das ist jetzt der Radikale, ja. Das heißt, was hiermit erstmal vermittelt werden soll, ist, und das ist etwas, was oft gesagt wird, hier muss ich die vom Verfassungsschutz korrigieren, nur so als Information. Ne? Nur so als Information. Für diejenigen, die Dauer machen, ist es völlig uninteressant. Und ich habe schon gesagt, ich habe ja, wie gesagt, also viele Meinungen, wie gesagt, mit Terrorismus und sowas, da haben wir sowieso nichts mit zu tun, aber trotz alledem. Für diejenigen, die Menschen zum Islam einladen, ist es völlig irrelevant, ob derjenige, der eingeladen wird zum Islam, deprimiert ist oder nicht deprimiert ist. Also hier seid ihr auf dem falschen Trichter. Also das ist das, was immer wieder vermittelt wird. Man sucht sich Leute aus, die keinen Halt haben und so weiter und so fort. Das ist völliger Quatsch. Man sucht sich den aus, mit dem man gerade ins Gespräch kommt. Bei uns haben schon 91-jährigen Islam angenommen. Und das ist völlig uninteressant. Aber Tatsache ist natürlich, dass die meisten, die den Islam annehmen, junge Leute sind, weil die Jungen einfach immer offener sind für neue Ideen. So. So, und jetzt. Aber was auch hiermit vermittelt werden soll, ist, ja, dass das was für Doofe ist. Ja, das heißt, Islam praktizieren, Islam ernst nehmen, das ist was für Doofe. Ja, der, siehst du, der hat kein, der, die Bewerbung ist schlecht und jetzt versucht er die Schuld auf andere zu schieben. Ja, das wird hiermit unterschwellig. Das ist eine richtige Gehirnwäsche. Ja? So, jetzt geht's weiter. Jetzt, es kommt Politikunterricht in der Schule. Mein Referat heute ist zum Thema Aufklärung und Demokratie. Immanuel Kant, 1724 bis 1804, sagte, Aufklärung ist der Ausgang der Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Im Zuge der Aufklärung wurde die Macht der Kirche zurückgedrängt, Religion und Staat voneinander getrennt. Die Menschen benutzten ihre Vernunft, um ein System zu schaffen, das Freiheit und Gleichheit für alle Menschen gewährleistet. Das war ein wichtiger Schritt hin zur heutigen Demokratie. Was Islam und dem Vernunft angeht, habe ich schon einen Vortrag darüber gemacht. Islam, die Religion des Verstandes. Und hier sagen wir, unsere Vernunft sagt uns, dass der Koran von Gott ist und dass deswegen, weil es Beweise gibt, dass der Koran von Gott ist. Und wenn der Koran von Gott ist, dann sagt unsere Vernunft, dass wir dem Koran folgen müssen. Denn unsere Vernunft sagt uns auch, dass der menschliche Intellekt, dass der menschliche Verstand begrenzt ist und dass der menschliche Verstand sich irren kann. Und wenn sich der menschliche Verstand, irren kann und der menschliche Verstand begrenzt ist und wir auf der anderen Seite
eine Offenbarung des allmächtigen, allwissenden Gottes haben, dessen Wissen unbegrenzt ist, dessen Weisheit unbegrenzt ist und der mehr weiß als wir und der uns erschaffen hat und der uns besser kennt, als wir uns selber kennt, dann ist es, dann sagt uns die Vernunft, dass wir diesem Wort folgen müssen. Das nur dazu. Okay, dann weiter. Immanuel Kant, 18. Jahrhundert, das ist doch schon urlange her. So, jetzt kommt der andere. So, von wegen Demokratie bringt Freiheit und Gleichheit. Demokratie funktioniert doch gar nicht, denn sie ist von Menschen gemacht. Ja, nur Allah weiß, was für den Menschen das Beste ist. Alles andere führt zu Ungerechtigkeit. Im Islam darf man Religion und Staat nicht trennen, das gehört zusammen. So, jetzt kommt die andere. So, jetzt gut zugehört. So. Wir leben doch nicht in einem Gottesstaat, wo sich einer auf Gott beruft und die Gesetze bestimmt. So, jetzt hört euch mal die Argumentation an. Wenn man Religion und Staat nicht trennen würde, könnten nie die verschiedenen Religionen gleichberechtigt zusammenleben, denn eine Religion würde alles dominieren. Nochmal neu. Wenn man Religion und Staat nicht trennen würde, könnten nie die verschiedenen Religionen gleichberechtigt zusammenleben, denn eine Religion würde alles dominieren. Das will ich mal fragen. Wir leben ja in Deutschland. Leben die Religionen gleichberechtigt zusammen? Und ich weiß ganz genau, jetzt werden sich alle Leute wieder aufregen und ausflippen und wie im Dreieck titschen und Hetze und hin und her. Nein, nein, ist keine Hetze. Hetze ist, wenn ich mit unsachlichen Argumenten komme. Aber ich komme hier mit sachlichen Argumenten. Leben die Religionen hier gleichberechtigt nebeneinander? Ist doch ein Witz, ist das. Das ist doch ein Witz. Wenn man eine islamische Schule gründen will, das kriegt man nie genehmigt. Oder so gut wie nie genehmigt. Islamische Schule, islamische Kindergärten. Der Islam ist dir nicht gleichberechtigt zum Christentum. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Die Frau darf mit Kopftuch nicht Lehrer sein, aber die Nonne darf mit Kopftuch Lehrerin sein. Das braucht man nur als Beispiel zu geben. Das heißt, jeder, der sich hier, der hier sagt, ach Herr Vogel, die sind aber ungerecht, ja, der hat den Knall nicht gehört. Ja, weil wir sind einfach nur ganz realistisch. Es gibt hier keine Gleichberechtigung der Religion. Der Islam ist nicht gleichberechtigt. Und das ist die Heuchelei in dieser Gesellschaft. Dass man immer anfängt mit, ja, hier ist doch Gleichberechtigung. Wo ist die Gleichberechtigung? Ist keine Gleichberechtigung. Im Gegenteil. Man muss sich für jeden Quatsch, muss man sich hier zur Verantwortung ziehen. Und hier kann man nur eins sagen. Was die Innenpolitik angeht, könnte man sich in Deutschland ein Vorbild nehmen an Amerika. Denn in den USA ist es beispielsweise überhaupt kein Problem, Befreiung von Schwimmunterricht. Oder es wird Rücksicht darauf genommen, dass es zum Beispiel getrennte Sportunterrichtsklassen gibt. So wie das in Deutschland auch vor 50 Jahren gewesen ist. In Deutschland war es ganz normal vor 50 Jahren, dass beispielsweise nicht das Mädchen im Bikini vor dem Jungen rumtanzt im Sportunterricht. Das ist eine ganz normale Sache gewesen. Dann wird erzählt, ja, was ist mit Geschlechtertrennung und so weiter und so fort. Ja, Geschlechtertrennung. Hier in Deutschland, wir haben Geschlechtertrennung. Ja, meine Oma, die liegt momentan im Krankenhaus. Ich habe sie noch gestern im Krankenhaus besucht. Was haben wir dort? Geschlechtertrennung. Die liegt auf einem Zimmer, wo nur Frauen liegen. Warum eigentlich? Warum liegt sie nicht hier und daneben liegt ein Mann und dann liegt wieder eine Frau und daneben... Warum nicht? Das heißt, man weiß in Deutschland selber, dass eine gewisse Schamhaftigkeit zwischen den Geschlechtern gibt. Aber wenn man erzählt, ja, im Islam ist es so und so, oder da gibt es eine Geschlechtertrennung, die etwas weiter geht als hier, ja, dann wird gesagt, oh, guck mal hier, wo die herkommen. Überall wird der Islam angegriffen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt keine gleichsprechende Regelung. Es wird natürlich kommen, ja, und was ist in euren Ländern? Was ist in den islamischen Ländern? Das haben wir erstmal auch... Eine unsachliche Aussage in den islamischen Ländern, bestimmte Artikel. Das heißt, in allen islamischen Ländern, ja klar, es gibt islamische Länder, wo wir sagen können, wo es den Christen, wo es Benachteiligungen gibt für Christen. Allerdings gibt es keine staatlich organisierte Verfolgung, wie das immer propagiert wird. Es gibt Bürgerkriege. Es gibt auch christliche Gruppen, die versuchen, die Souveränität eines Staates anzugreifen. Wenn in Deutschland beispielsweise eine muslimische Gruppe versucht, den Staat anzugreifen, da wird sie auch in Deutschland von der Polizei angegriffen oder vom Staatsschutz oder was auch immer. Und dann wird nicht gesagt, ja, hier in Deutschland herrscht eine Verfolgung von Muslimen.
sondern das sind Leute, die sich gegen die Ordnung stellen, die versuchen, Unruhe zu verbreiten. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber es gibt ganz klar und deutsch-islamische Länder, wo die Christen mehr Rechte haben als in Deutschland die Muslime. Wie zum Beispiel in Jordanien, wo Christen von vornherein eine bestimmte Anzahl von Menschen, von Teilnehmern im Parlament stellen. Ganz einfach. Das heißt, das ist falsch. In Marokko, da werden Juden nach dem Talmud gerichtet. Das heißt, das ist wieder eine unsachliche Aussage. Zweitens, messen wir Deutschland nicht, ist unser Maß für Deutschland nicht die Türkei, wo übrigens auch keine Christen verfolgt werden, was völliger Quatsch ist. Und das ist das, was objektive, neutrale Beobachter sagen können. Ja? Sondern es ist einfach so, dass es Leute gibt, die eventuell Hass haben. Wenn zum Beispiel in Mönchengladbach-Eicken beispielsweise eine verrückte Bürgerinitiative jeden Tag am Rumgrölen ist, oder wo von irgendwelchen Leuten Hundescheiße oder auf den Platz geschmiert wird, wo sich Muslime befinden, oder Fensterscheiben zum dritten Mal eingeschmissen werden, ja, dann sagen wir auch nicht, in Deutschland werden Muslime verfolgt, sondern gibt es einige Minderheiten, die gegen Muslime sind. Ja, ist so. Das ist so. So, was heißt Verfolgung und Benachteiligung? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, in Deutschland werden ganz klar Muslime benachteiligt. In verschiedenen Punkten. Der Islam ist keine gleichberechtigte Religion. Das weiß auch jeder selber. Das ist ja sogar gesetzlich klar, dass der Islam keine gleichberechtigte Religion ist. Wir sagen allerdings nicht, dass alles schlecht ist. Natürlich ist nicht alles schlecht. Aber diesen Punkt wieder als Hetze zu benutzen, auf die muslimischen Länder zu zeigen, erstmal so gut wie allen muslimischen Ländern, und da kann man jetzt drüber reden, herrschen Tyrannen, die ihr eigenes Volk, die muslimische Bevölkerung unterdrücken und piesacken und wo Ungerechtigkeit herrscht. Und das sieht man jetzt. Jetzt kann es keiner mehr ver... Wer sind die Leute, die dort in Libyen auf die Straße gehen? Sind das Christen? Das sind vor allen Dingen Muslime, die dort Allahu Akbar schreien. Genau dasselbe sieht man in Ägypten. Genau dasselbe sieht man in Syrien. Genau dasselbe sieht man in Jordanien. Genau dasselbe sieht man in Jemen. Überall gehen Muslime auf die Straße, die von ihrem Regime ungerecht behandelt werden. Das heißt nicht, dass ich jetzt dafür bin oder dagegen bin, nur hier werden Tatsachen verdreht. Das heißt, wenn hier jemand verfolgt wird, dann werden die Muslime in ihren eigenen Ländern verfolgt. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Oder denkt einer, in Syrien gehen Leute auf die Straße und werden täglich dutzendfach abgeschlachtet, ja, Muslime, die Allahu Akbar schreien, weil das Regime islamisch ist und weil das Regime sie richtig behandelt und vernünftig behandelt, ist doch völliger Schwachsinn ist das. Ja, und dann wird einem hier so ein Blödsinn vermittelt. Das heißt aber, diese ganzen Regime, die waren bis gestern noch, ja, wie Gaddafi, der wurde bis gestern noch wurde seine Armee von deutschen Armeeangehörigen oder von der GSG, oder was das war, ich habe einen Bericht gesehen, ausgebildet. Da wurden gestern noch Waffen an ihn geliefert, ja. Seine Souveränität wurde praktisch so lange aufrechterhalten, ja, wie er die Macht hatte. Und die wurden eingeladen, Mubarak und Assad und Gaddafi, die werden eingeladen, die werden sogar noch unterstützt als Militärregime. Hauptsache, die sind säkular und teilweise unterdrücken die Muslime dort, teilweise. Ist alles egal, interessiert mich alles nicht. Dann aber, wenn die Bevölkerung auf einmal aufsteht, dann kommen diese ganzen Halunken angerannt, ja, wie jetzt im Fall von Libyen, und sagen, oh, wir wollen der Bevölkerung helfen. Wir wollen der Bevölkerung helfen. Wir wollen der Bevölkerung den Tyrannen helfen. Ach so, auf einmal sind die USA wieder in der ersten Reihe. Nee, das geht bestimmt in die Bevölkerung. Dann geh doch woanders hin, wo die Bevölkerung unterdrückt ist. Geh doch in irgendein afrikanisches Land. Nee, aber Probleme sind Libyen. Das ist das Land mit der ein Land mit Erdöl. Ich habe gehört, steht an siebter Stelle. Was die Erdölprodukte, was das Erdöl angeht. Ja? Das heißt, ist ganz klar, hier geht es schon wieder um Öl.
Das heißt, man soll das bitte nicht für doof verkaufen. Ja, wir wissen, wo der. Und dann, wenn man dagegen redet, wenn man da was drüber sagt, dann ist man selber der Gelackmeierte. Und ich möchte etwas sagen: Ungerechtigkeit und Unterdrückung und so weiter, ja, von islamischen Führern. Ja, das heißt nicht, wie gesagt, dass wir jeden Einzelnen zum Käfer erklären. Dass wir eine andere. Das heißt, Ungerechtigkeit und Kuffer sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Das wollte ich hier nur an dieser Stelle erwähnt haben, nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber Fakt ist, dass es eine Katastrophe ist, was man in diesen Ländern sieht. Da kann gar keiner gegen reden, so dann jetzt. No. Aber bisher waren die immer beliebt gewesen im Westen, so dann. Und wenn man dann was sagt, dann ist man ein Hetzer. Das ist die Tatsache, so dann. So jetzt, dann kommt der letzte Spruch auf der Seite. Habt Mut, euch euren eigenen Verstandes zu bedienen. Habt Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, diesen Tipp, den gebe ich auch. Bedient euch mal euren eigenen Verstand. Fragt mal, ob da oben noch jemand vorhanden ist. Und fragt mal, ob das hier Schwachsinn ist, ob hier Religionen gleichberechtigt sind. Ja? Die sind nicht gleichberechtigt. Und fragt euch mal, ja, wie das in islamischen Ländern ist. Dann hier. Und dann sollen damit noch zwei Dinge vermittelt werden. Dass derjenige, der sich an den Koran hält, oder sagt, der Koran ist für mich das A und O, keinen Mut hat. Und dass der keinen Verstand hat. Keinen Mut und keinen Verstand. Aber wir haben schon gesagt, ich sage, habt Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Ja? Das heißt, den Koran zu betrachten, zu schauen, ob der von Allah ist. Ja? Und dann habt Mut, das auch auszusprechen, weil viele Leute haben keinen Mut mehr dazu. Und der logische Menschenverstand, der wird immer dazu führen, dass man davon überzeugt ist, dass der Koran die Wahrheit ist. So, dann. Jetzt kommt hier, geht's weiter. Hier. Der Bruder Murat, dem seine Bewerbung ist nicht angenommen worden. Und da sagt er immer dasselbe, nur weil ich ein Muslim bin. Und jetzt kommt natürlich seine Schwester. Jetzt sagt der Harun, Murat hat recht und nur wenn du Allahs Gesetz befolgst und alle das müssen, gibt es Gerechtigkeit auf der Welt. So. Er sagt, wenn man das Gesetz Allahs befolgt, gibt es Gerechtigkeit auf der Welt. Erstmal von Qadarullah, von der Bestimmung her, es wird nie einen Punkt geben, wo sich jeder an jedes Gesetz Gottes hält. Was wird immer Leute geben, die Sünden begehen. Das wollte ich erstmal hier gesagt haben, weil das eigentlich falsch dargestellt wird. So jetzt kommt Aisha. Das ist ganz wichtig. Das heißt, um die Muslime jetzt einzureden, der Islam ist, was heißt eigentlich an das Gesetz Gottes halten? Wenn ich fünfmal am Tag bete, dann ist das an das Gesetz Gottes halten. Wenn ich keine Unzucht vor der Ehe begehe, ist das an das Gesetz Gottes halten. Wenn ich nicht stehle, ist das an das Gesetz Gottes halten. Wenn ich nicht lüge, ist das an das Gesetz Gottes halten. Zum Beispiel in Deutschland, vom Gesetz her kannst du lügen. Lügen ist nicht verboten. Im Islam lügen ist verboten. Natürlich nicht, wie einige inkompetente Lügner erzählen, wie Nassim Ben Imam, dass wenn einer lügt, ihm die Zunge abgeschnitten wird, was völliger Schwachsinn ist. Ja? Ein angeblich ehemaliger Islamexperte, ein ehemaliger praktizierender Muslim hier. So, jetzt kommt die Muslimin mit Kopftuch, weil das braucht man immer. Man muss immer den Leuten, um die Leute so vom Islam wegzubringen, wir beten, fasten, so, das ist alles Gesetz Gottes. Dann muss man natürlich eine Muslimin bringen, die dann etwas sagt. Das kommt besser an. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe, ganz am Anfang. Wenn du irgendeinen Peter von La Tour bringst, der dir erzählt, braucht man sich nicht dran zu halten, dann wird jeder Muslim sagen. Aber wenn jetzt hier eine Muslimin kommt, ja noch Kopftuch trägt hier, so ein Quatsch, Gerechtigkeit durch Zwang, das ist doch ein Widerspruch. Ach so, das Gesetz Gottes ist jetzt ein Zwang, oder wie soll ich das verstehen? Aha, und die Steuern in Deutschland sind kein Zwang, oder wie? Finanzamt in Deutschland ist kein Zwang. Und es gibt so viele Zwänge. Jedes Gesetz ist etwas, was einen einschränkt, weil es eine Grenze gibt, die man nicht überschreiten darf. Und wenn man diese Grenze überschreitet, dann wird man auch in Deutschland vom Gesetz bestraft. Ganz einfach. Das heißt, wenn es in Islam, da sieht man mal, wie man hier für doof verkauft wird. Das heißt, im Islam ist es sicher ein Gesetz halten, ist es Zwang, aber in Deutschland ist es kein Zwang. Ein Gesetz bedeutet, du hast eine Grenze und wenn du diese Grenze überschrittst, dann kann es sein, dass du bestraft wirst. So wie es... Also, so ein Schwachsinn. So, also hier möchte man dann vermitteln, dass die Muslime das alles anders sehen können. Ja, können wir alles anders sehen. Und dass
Islam Zwang sei. Das möchte man hier vermitteln. Islam ist Zwang. Islam ist Zwang, ja. Aber jetzt fragt man sich mal in Deutschland, wie ist es denn mit Kopftuch? Zum Beispiel, es gibt Zwang für Frauen, kein Kopftuch zu tragen, zum Beispiel auf der Arbeit und so weiter. Du wirst gezwungen, du wirst dazu praktisch genötigt, indem dir wirtschaftliche Verarmung angedroht wird. Entweder ziehst du das Kopftuch aus oder hast Pech gehabt. Sodann. Dann Gruppenzwang. In Deutschland haben wir Gruppenzwang. Ja? Kleidest du dich nicht auf eine bestimmte Art und Weise, wirst du gemobbt. Ganz einfach. Und dann kommen irgendwelche Lügenbarone und erzählen ja, die Frauen in Berlin werden gemobbt, wenn sie kein Kopftuch tragen. Da gibt es eine Sittenpolizei. Eine Sittenpolizei, der musste mit den zwei Ohrringen hier, yeah, und macht einen Rapper oder was. Unglaublich. So, jetzt muss noch was kommen. Jetzt müssen sie einen Muslim bringen, der jetzt kommt und den Vogel abschießt. Ja? Ja. Dann kommt hier der Muslim mit dem Bart. Muss mit Bart sein. Ach, das heißt, ich kann auch Muslim sein, ohne an Islam zu glauben. Was erzählt er jetzt hier? Nach dem Koran gibt es keinen Zwang im Glauben. Zur Auslegung des islamischen Rechts gibt es viele verschiedene Meinungen. Da bestimmt nicht ein Muslim allein, was für alle richtig ist. Die Aussage ist erstmal falsch. Es gibt einen Muslim, der allein bestimmt, was für alle richtig ist. Das ist der Prophet Mohammed. Friede und Segen mit ihm. Dann, nach dem Koran gibt es keinen Zwang im Glauben. Sie beziehen das auf den Versen, Sure 2, Vers 256, steht, La ikraha fid din, kein Zwang im Glauben. Bei diesem Vers geht es aber gar nicht um die Auslegung der Verse, sondern geht es darum, dass man keinen dazu zwingen soll, in Islam einzutreten. Und dass man keinen zwingen kann, den Islam anzunehmen. Das heißt, hier werden Tatsachen völlig verdreht. Aber die Auslegung hat natürlich ihre Grenzen. Ja, stimmt, es gibt viele verschiedene Meinungen. Worin denn? Ob der Islam die einzig wahre Religion ist? Ob Allah Allah ist, ob man kein Schweinefleisch essen darf, da gibt es keine verschiedenen Auslegungen. Verschiedene Auslegungen gibt es in bestimmten Rahmen. Das heißt, wo habe ich die Hände? Habe ich sie auf der Brust? Habe ich sie unter dem Bauchnabel? Ja? Bis wann kann ich das Aisha-Gebet beten? Bis zur Hälfte der Nacht oder bis zum Fajr-Gebet? Ja, das heißt, hier gibt es einen bestimmten Rahmen von Auslegung. Ja, einen bestimmten Rahmen von Ausübung, eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Meinungen. Aber das ist das, was man will. Man will sagen, es gibt ja sowieso verschiedene Meinungen und jeder kann machen, was er will. Jeder kann interpretieren, was er will. Das heißt so, da steht ja zum Beispiel im Koran, Schweinefleisch ist verboten. Ich mache keine Witze. Das ist wirklich kein Witz. Da gibt es eine sogenannte ankarische Schule. Die haben den ganzen Islam umgedreht. Und das wird versucht, in Deutschland einzuführen. Das wird versucht, den Menschen beizubringen. Ja, dass deswegen auch gibt's jetzt, versucht man jetzt, Universitäten zu gründen, wo die Imame ausgebildet werden und so weiter und so fort. Die ankarische Schule, eine Schule des Kuffers, wo beigebracht wird, ja, dass man nicht fünfmal am Tag beten muss. Wo beigebracht wird, dass das Steuerzahlen reicht, da braucht man keinen Zakat mehr zu bezahlen. Wo beigebracht wird, dass alle Religionen gleich sind, das heißt, die anderen Religionen kommen auch ins Paradies. Das heißt, wo beigebracht wird, dass Fasten völlig freiwillig ist. Das heißt, dass es keine Verpflichtung ist in dem Sinne, dass derjenige, der das macht, bei Allah zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, völliger Kuffer. Die haben alle Säulen des Islams zunichte gemacht und alles mit diesem Argument. Ja, es gibt ja verschiedene Meinungen und da können wir uns alle rauspicken, was man will. Was habe ich gesagt? Ja, es gibt verschiedene Meinungen, aber diese Meinungen haben einen Rahmen. Diese Meinungen haben einen Rahmen. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder machen kann, was er will. Und dann kommen die mit einem Argument. Ja, das ist ein Scheinargument. Jeder Vers hätte 6000 verschiedene Bedeutungen. Also das heißt, 6000. Das heißt, du gibst den Vers, ja, sicherlich kann man aus jedem Vers 6000 Weisheiten ziehen. Aber wenn hier zum Beispiel steht, Schweinefleisch ist verboten. Horimat aleikum und maitatu. Ja, verboten ist das Tote und Blut und das Schweinefleisch. Verboten. Da kann ich nicht hingehen. Ah, Schweinefleisch ist verboten. Aber, naja, es gibt ja keinen Zwang im Glauben. Das heißt, jeder kann das interpretieren, wie er will. Abracadabra, simsalabim, da steht Schweinefleisch ist verboten und jetzt, Schweinefleisch ist erlaubt. Denn der Vers hat ja 6000 verschiedene Bedeutungen. Jetzt verstehen wir das andere. Im Koran steht,
Allah wird keine andere Religion als den Islam annehmen. Abracadabra, simsalabim. Wir interpretieren das heute anders. Damit ist gemeint, alle Religionen sind ja eigentlich Islam. Und deswegen kann man machen, was man will. Ja, im Islam steht, diene neben Gott keinem anderen. Das ist die Sünde, die Gott nie verzeiht. Abracadabra, simsalabim. Alles klar. Jetzt haben wir den Vers wieder umgedreht. Das heißt, das war früher so gewesen. Das wurde nur damals gesagt, damit die Leute aufhören, die Kinder zu vergraben. Versteht ihr? Das ist der Punkt, wie man hier für doof verkauft. Das heißt, Islam kannst du verstehen, wie man will. Jetzt geht's weiter. Es gibt Islam und Islamismus. So, jetzt gucken wir mal, was der Unterschied zwischen Islam und Islamismus ist. Wir haben uns die Frage schon des Öfteren gestellt. Ja, hier Verfassungsschutz und Co. So, der Islam ist eine Religion, die wesentliche Elemente ein Gott, Prophet, Offenbarung mit dem Christentum und Judentum gemeinsam hat. Islamismus ist dagegen eine politische Ideologie, die sich auf den Islam beruft. Aha, die hat eigentlich gar nichts mit dem Islam zu tun. Nach islamistischer Forschung hat Gott mit seiner Offenbarung an den Propheten Mohammed den Menschen eine perfekte für alle Lebensbereiche, auch für die Gesellschaft und Politik, eine perfekte Anleitung für alle Lebensbereiche, auch für Gesellschaft und die Politik gegeben. Aha. Das heißt also, laut Islamismus hat Gott dem Propheten Mohammed eine perfekte Anleitung für alle Lebensbereiche gegeben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Islam, ja, und auf der anderen Seite haben wir den Islamismus. Und der Unterschied vom Islam zum Islamismus ist, dass der Islamismus sagt, dass Gott dem Propheten Mohammed eine perfekte Anleitung für alle Lebensbereiche gegeben hat. Ach so. Das heißt also, der Muslim, der ist nicht der Meinung, dass Gott dem Propheten Mohammed eine perfekte Anleitung gegeben hat, das heißt den Koran. Aber der Islamist, der ist davon überzeugt, dass Gott dem Propheten Mohammed mit dem Koran eine perfekte Anleitung gegeben hat. Hier muss sich natürlich jeder fragen, der sich Muslim nennt. Ist er Islamist oder ist er Muslim? Weil es ist ganz klar, dass derjenige, der glaubt, dass der Koran keine perfekte Anleitung ist für alle Lebensbereiche, ein Kafir ist. Ganz klar und deutlich. Und ich weiß, da werden wir viele sagen, nein, redet doch nicht über dieses Thema und so weiter und so fort. Ich sage euch eins, das ist meine Pflicht. Wir leben hier in einer Zeit, wo unseren Leuten in der Schule, im Fernseher, in den Büchereien, an jeder Stelle und zu jedem Zeitpunkt erklärt werden soll, dass du Islam verstehen sollst, ist eine Religion, wo Gott dem Propheten Mohammed keine perfekte Anleitung gegeben hat und wir sollen schweigen? Da muss ich die Leute fragen, ob ihr den Knall nicht gehört habt. Da muss ich euch fragen, ob ihr den Knall nicht gehört habt. Hier, das ist das, was beigebracht wird. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Muslim, du bist Muslim, ja. Du hast Koran, aber Koran ist ein Buch, ist schön, alles klar. Und dann haben wir den Islamist, das heißt, der sagt, der Koran ist die perfekte Anleitung. Das ist das, was wir hier haben. Und dann kommen unsere Brüder und erzählen, ja, rede lieber nicht über dieses Thema. Bruder, wenn ich nicht mehr über dieses Thema reden kann, dann brauche ich gar keine Dauer mehr zu machen. Dann kann ich das sagen. Hier, das ist das, unsere Leute werden versucht, zum Kuffer zu führen. Dass sie glauben, der Koran ist einfach ein Buch. Und auf der anderen Seite gibt es den bösen Islamisten, der hier dargestellt wird, hier als irgend so ein Typ, der steht, brr, brr, ja, du bringst sie alle um, ja. Das kommt nachher noch, ja. Der dann, das ist der Böse. Und auf der anderen Seite haben wir den guten Muslim. Ja, es gibt keinen Zwang im Glauben, ist alles egal. Wir haben den Koran, den hängen wir an die Wand. Das ist das, was man will. Ein Koran, der an der Wand hängt, aber nicht das, was praktiziert wird. Und ich sage hier nochmal, unsere Ambition ist ja nicht, Unruhe zu stiften, die Gesellschaftsordnung zu verändern, sondern unsere Religion ist, den Islam zu praktizieren. Aber das Praktizieren ist nicht nur das Praktizieren mit den Körperteilen, sondern auch im Prinzip der Glaube im Herzen selber. Und wenn der Glaube im Herzen eines Muslims nicht davon überzeugt ist, dass der Koran die perfekte Anleitung für alle Lebensbereiche ist, ob er es praktiziert, alles was dort drin steht oder nicht, dann ist er kein Muslim.
Das muss man einfach sagen. Wenn der Muslim nicht davon überzeugt ist, dass der Koran die perfekte Rechtleitung ist für alle Lebensbereiche, dann ist der kein Muslim, ist ein Kafir. Also es ist ganz klar, da gibt es hunderte Koranverse, die das zeigen. Oder Dutzende Koranverse, die das zeigen. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Ja? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ. Wenn ich nach dem urteile, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Hier haben wir den Unterschied zwischen dem, ja, was sind die individuellen Verpflichtungen, die ich zu tun habe, die ich zu machen habe, die ich zu verrichten habe, und was sind Pflichten, die etwas mit dem Führer eines Landes zu tun haben. Das heißt, hier in Deutschland, wir sind nicht verpflichtet, jemand die Hand abzuhalten. Wir haben noch nicht mal das Recht dazu, weil wir gar nicht die Bedingungen dafür vorfinden. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem, was ich glaube, und zwischen dem, was ich praktiziere. Das heißt, ich muss daran glauben, dass der Koran die wahre Botschaft ist. Ansonsten bist du kein Muslim. Zum Beispiel jemand nimmt Drogen. Der nimmt Drogen, aber der glaubt, dass Drogen verboten sind. Der glaubt, dass die Botschaft Gottes richtig ist. Er ist ein Muslim. Aber wenn er glaubt, er kann Alkohol trinken, ist egal, wir können ja den Koran nicht anfechten, ist er kein Muslim mehr. Das heißt, hier wird man von Islam weggebracht. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sagt, die Islamisten würden sagen, wenn die Bestimmungen des Korans 100% befolgt werden, wären alle Probleme gelöst. So glauben Islamisten, es gäbe weder Armut noch Arbeitslosigkeit noch irgendeine Ungerechtigkeit. Das ist erstmal Quatsch. Das ist erstmal Quatsch. Sondern auch wenn die Scharia herrscht, wird es Ungerechtigkeiten geben, wird es Kriminalität geben, wird es Probleme geben, wird es eventuell Hunger geben, weil es Proben gibt von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ja? Das heißt, wir werden euch auf die Probe stellen mit Angst, Hunger und so weiter. Wir werden euch ganz gewiss damit auf die Probe stellen. Das heißt nicht, dass wenn die Scharia herrscht, dass es überhaupt gar keine Probleme mehr geben wird. Das ist das, was einige Leute denken. Einige Leute denken, wenn die Scharia herrscht, gibt es überhaupt gar keine Probleme mehr. Es wird auch Probleme geben, wenn es die Scharia gibt. Es wird auch Kriminelle geben, wenn es die Scharia gibt. Zur Zeit des Propheten gab es auch Leute, die gestohlen haben. Das heißt, das ist falsch. Diese Annahme ist falsch. Aber es stimmt, dass es einige Muslime gibt, die denken, ja, wenn die Scharia herrscht, dann fliegen auf einmal die Hähnchen durch die Luft und man kann die so aus dem Dings nehmen. Nee. Also es gibt zwei verschiedene Paar Schuhe. Auf der einen Seite ist es Pflicht für einen islamischen Führer, der einen islamischen Staat hat, ja, der eine islamische exekutive Gewalt hat, ja, ist es für ihn Pflicht, die Scharia anzuwenden? Das ist die eine Sache. Ja. Die andere Sache ist die Scharia das beste Gesetz? Ja. Das muss der Muslim sagen, ja. Aber die andere Frage ist, wenn die Scharia herrscht, gibt es dann überhaupt gar keine Probleme mehr? Dafür gibt es keinen Beweis. Überhaupt keine Probleme, dass es überhaupt keine Probleme mehr gibt. Das nur dazu. Dann, Harun kann die Aussage eines Koranverses entgegengehalten werden. So, jetzt, dass die Scharia Pflicht ist. Jetzt kann Harun eine Aussage des Korans wieder entgegengehalten werden, Sure 2, Vers 256. Guck mal hier, wie versucht wird, die Religion umzudeuten. Hier steht, dort wird, und das sagt auch Aishas Vater, guck mal hier nochmal so eine Bestätigung, hier, ein anderer Muslim sagt das ja auch, ja, auf etwas Entscheidendes verwiesen. In der Religion gibt es keinen Zwang. Ein für alle Muslime verbindliches Gesetz gibt es also nicht und somit auch kein einheitliches islamisches Gesetz oder Allahs Gesetz. Wie gesagt, diese Aussage ist völliger Blödsinn, weil der Vers, der bezieht sich gar nicht auf die Auslegung des Korans, sondern der bezieht sich darauf, dass man keinen dazu zwingen kann, den Islam anzunehmen. Das heißt, hier wird versucht, einen Vers aus dem Koran zu nehmen und mit dem Koran den Koran zu widerlegen. Das heißt, im Koran steht zwar, du sollst beten, du sollst fasten, du darfst keinen Alkohol trinken, aber es gibt ja keinen Zwang in der Ausübung des Korans, also kann ich jetzt auch verstehen, ja, Alkohol kann ich nicht trinken. Völliger Blödsinn. So. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ja. Genau. Die hatte mir immer, und dann wird halt der Muslim als der Doofe dargestellt, ja. Hier zum Beispiel, hier, der redet über seine Lehrerin, da ist doch eine Frau, was weiß die schon. Ja, da zeigt man, dass die Leute doch nicht so viel Ahnung haben, wie ein Muslim denkt. Ich habe schon gesagt, natürlich gibt es Unterschied. Dann, genau, die hat mir immer schlechte Noten gegeben, aber jetzt soll ich schuld sein, dass mir keiner eine Lehrstelle gibt.
wird der Muslim als der Doofe dargestellt, ja, ein bisschen doof, ja, dann hier, Feindbild Westen, ja, hier, guck jetzt, wie hier wieder verdreht wird. Wie gesagt, es gibt auch einige Punkte, die man sicherlich kritisieren kann, einige Punkte, wo man auch sicherlich verstehen kann, dass man beispielsweise Angst hat vor dem Islam, wie zum Beispiel Terrorismus und diese Sachen. Aber hier zum Beispiel Feindbild Westen. Dann steht, die Menschen der westlichen Gesellschaft werden von Islamisten als Kuffar bezeichnet. Im Gegensatz dazu werden traditionell im Islam Juden und Christen als Angehörige einer Buchreligion und nicht als Ungläubige gesehen. Das heißt, hier wird versucht, ja, den Muslimen einzureden, dass Christentum und Judentum, und das in der Schule, dass Christentum und Judentum auch Religionen seien, die bei Gott akzeptiert werden. Das heißt, sind gar keine Ungläubige, das sind keine Kuffar, sondern das sind Leute, die Leute des Buches sind. So wird man hier für doof verkauft. Und da sollen wir schweigen. Da kommt jemand, was weiß ich, irgendwo, erzählt, ja, nein, Hikma und so weiter. Ist Hikma? Hikma hierüber zu schweigen? Hierüber zu schweigen, dass Leuten so ein Schrott eingeredet wird, dass Leute vom Islam rausfallen, es ist ein klarer Fall, dass derjenige, der glaubt, dass eine andere Religion bei Allah angenommen wird, Kafir ist. Erstens, weil er den Koran verleugnet. Allah sagt in Surah 3... Das ist ganz klar, dass wenn jemand behauptet oder glaubt, dass eine andere Religion als der Islam gültig sei, beziehungsweise zum Heil im Jenseits führt, ein Kafir ist, einer, der den Islam verleugnet und ein Höllenanwärter ist. Weil Allah im Koran sagt, in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Welche eine andere Religion als den Islam ist, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Klare Aussage. Das heißt, wer das leugnet, leugnet den Koran. Dann ist es jemand, der kein Kufr bit Tawut hat. Denn Allah, und hier sagt man zum Beispiel in Ashran al-Nawakit heißt, man lam yukaffir mushrikina au shakak fi kufrim au sahha madhabhum kaffara ijma'a. Das heißt, wer Zweifel nur daran hat, dass der Kafir Kafir ist. Das heißt, nicht jemand, der Muslim ist und der hat vielleicht einen Schubha, sondern jemand, der von Grund auf sich nicht dem Islam zuschreibt, der ist selber ein Kafir. Und das ist ein ganz klarer Fall. Ein ganz klarer Fall ist das. Und das wird hier versucht zu vertreten. Das heißt, sind Juden und Christen von Ahlul Kitab? Ja, die sind von Ahlul Kitab. Und Ahlul Kitab ist eine Gruppe der Kuffar. Derjenigen, die den Islam leugnen. So wie zum Beispiel Hanafiten. Sagen wir jetzt ja, die Hanafiten sind keine Muslime. Nee, die Hanafiten sind Muslime. Eine bestimmte Gruppe von Muslimen, um das mal so zu verdeutlichen. Das heißt, das ist völliger Blödsinn. Allah sagt im Koran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Und diejenigen, ja, die ungläubig sind und unsere Zeichen der Lüge erklären. Was sind die Zeichen? Die Verse des Korans. Die Verse des Korans. Ja, die sind die Gefährten des Feuers und werden ewig dort bleiben. Allah sagt im Koran, ganz klar, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِي. Wahrlich, die nicht an Allah und seine Gesandten glauben. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِي. Das heißt, die machen Tafriq zwischen dem einen und anderen Gesandten, zwischen Allah und seinen Gesandten. Und die sagen, wir glauben an die einen, wir glauben nicht an die anderen. Und die wollen dazwischen einen Weg einschlagen. Die sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an den Propheten so und so, aber ich glaube nicht an den Propheten so und so, was ist der? Der ist ein wahrer Ungläubiger. Allah sagt im Koran, لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ Surah 5, Vers 16 لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. Weil ich diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Klarer Fall. Klarer Fall, das ist ein Glaubensprinzip. Da brauchen wir keine politischen Ambitionen für zu haben. Da brauchen wir nicht irgendwo vorzuhaben, hier ein Gesetz zu ändern oder was auch immer. Das heißt, es ist Quatsch. Das heißt, hier dieses ganze Buch
zielt darauf ab, die Leute zu verdrehen. So, dann es wird also hier dann vermittelt noch, ja, man kann das ja anders verstehen und so weiter und so fort. Und guck mal, die einen verstehen es so und die anderen so. Mit anderen Worten ist eigentlich gleichgültig. Man versucht mit dieser, mit diesen Meinungsverschiedenheiten, die es teilweise gar nicht gibt, ja, versucht man darzustellen, naja, der versteht es so, der versteht es so, da brauchst du ja gar nichts mehr zu halten. Das ist das, was viele Muslime heute haben. Ja, jeder sagt was anderes. Dann lass es doch ganz bleiben. Und das ist das, was hier vermittelt wird. Vielfalt im Islam. Zwei verschiedene Auslegungen des Korans prallen hier aufeinander. Harun und Aisha können beide auf Koranverse weisen, um ihre Sicht zu unterstützen. Aber schon die Interpretation der Verse fällt sehr unterschiedlich aus. Ja, weil sie beide nicht alle Verse in diesem Bereich heranziehen und zusammenbringen und im richtigen Kontext sehen. Ja? So, aber was wollen Sie damit sagen? Wenn man dann auch noch mehrere Verse zu einem Thema verschieden gewichtet, können völlig unterschiedliche Auffassungen rauskommen mit anderen Worten. Also, ist doch egal, was du glaubst. Okay? Die sich alle auf den Koran berufen, diese Meinungsvielfalt in der Auslegung von Versen, die das Miteinander von Menschen betreffen, besteht auch darunter unter islamischen Gelehrten. Das heißt, lieber Muslim, gibt Meinungsverschiedenheit, von daher, ist doch egal, was du glaubst. Das Koran braucht gar keine Bedeutung mehr für dich zu haben. Hänge dir ins Auto, hänge dir an die Wand, das war's. Darüber hinaus gibt es in der islamischen Kultur auch Unterschiede, was die Kultur und Tradition der verschiedenen Völkerreligionen anbetrifft. Harun kann also auf keinen Fall behaupten, die einzig wahre Auslegung des Korans zu kennen. Was wollen Sie jetzt sagen? Sie wollen damit diejenigen angreifen. Und wie gesagt, wir sind nicht für Terrorismus und so, weil dieser Harun wird hier auch als jemand dargestellt, der für Terrorismus ist und der viele Sachen völlig übertrieben sieht. Ja, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern ich möchte auf den eigentlichen Kern eingehen. Hier soll vermittelt werden, dass derjenige, der sagt, er habe den wahren Koran, den wahren Islam, dass der keine Ahnung hat, weil es gibt ja so viele Auslegungen. Guck mal, der eine redet im Koran, der andere redet im Koran. Worauf wir hier achten müssen, natürlich gibt es eine wahre Auslegung. Die Auslegung des Propheten, Sure 16 bis 44, wo Allah sagt, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Mahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Wenn jeder verstehen könnte und wenn jedem erlaubt wäre zu verstehen, was er gerne verstehen will, dann wäre dieser Vers unnötig, weil dann müsste der Prophet es nicht erläutern und erklären. Ja? Das heißt, es gibt unterschiedliche Meinungen, manchmal, die betrachtenswert sind, einen bestimmten Rahmen haben. Und es gibt unterschiedliche Meinungen, die daran liegen, dass der ein oder andere beispielsweise einen Vers falsch verstanden hat oder nicht alle Verse im richtigen Kontext, historischen Kontext, textlichen Kontext gesehen hat. Das ist auch hier der Fall. Wie gesagt, was jedenfalls vermittelt werden soll, ist, dass der Koran eine Religion ist, dass der Koran ein Buch ist, dass man an die Wand hängt und so weiter und so fort. Und das wollte ich nur erklärt haben, damit wir auch wissen, was hier abgeht. Dass hier wirklich versucht wird, in Deutschland, ja, den Muslimen klarzumachen, dass man den Islam nicht ernst nehmen soll. Das ist eigentlich alles egal, du kannst den Islam verstehen, wie du willst. Und das ist das Ziel. Das ist das Projekt Euro-Islam. Und deswegen ist es meine Pflicht als Prediger, ich sehe es als meine Pflicht an, da keiner darüber redet, oder zumindest weiß ich nicht, dass jemand so explizit darüber redet, darüber zu reden, weil es gibt dann einige Leute, die erzählen werden, ja, warum redet er über diese Sachen und so weiter. Worüber soll man denn reden? Soll man darüber reden, wie wir das Tier halal schlachten? Ja, diese Sachen, wo ein Muslim erzählt wird, vermittelt wird, den Islam nicht ernst zu nehmen, wo vermittelt wird, kannst den Koran sowieso verstehen, wie du willst, wo vermittelt wird, der Koran sei kein perfektes Buch, sind viel wichtiger zu widerlegen, weil wenn jemand ein Tier nicht vernünftig schlachtet, ist er kein Käfer geworden. Aber wenn jemand glaubt, dass der Koran nicht die perfekte Botschaft ist und dass der Koran eigentlich keine Bedeutung in seinem Leben hat, dann ist er ein Käfer. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns, diese Sachen zu widerlegen. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.